Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum neuen Video. Gerade eben ist die vierte Folge von Manhunt online gegangen. Und ich sag's euch, ich bin so unfassbar gespannt, wie sich die Kollegen geschlagen haben. Erster Speedhunt, vermutlich von Carsten. Ja, wir schauen uns die Folge jetzt gemeinsam an. So, schauen wir erstmal kurz die Kommentare an hier. Kuss an den Werkstatt- und Kioskbesitzer. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, was der erlebt hat, der liebe Carsten. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Ich mach das Ganze emotional gerade nochmal durch. Ich wünsche keine Menschen der Welt, dass dieser ein Speedhunt durchmachen muss. Das glaube ich sofort. Okay, let's go. 72 Stunden auf der Flucht. 5 Spieler versuchen unterzutauchen. Oha, das haben sie neu gemacht, das ist nice. Ohne Essen, Trinken und Geld gestartet. Eine Taskforce, die nur darauf trainiert ist, Menschen zu observieren, kampfunfähig zu machen und zu verhaften, jagt sie erbarmungslos. Vor allem jetzt wird es immer schwerer für sie, denn mittlerweile machen sich der Schlafmangel und die körperlichen Entbehrungen bemerkbar. Sollen doch die Jäger hierher kommen und mich fangen? Ist ja auch ihr Job, ihre Aufgabe, ne? Holy shit, ist das heiß. Ich schwitze mich tot. Richtig schlafen hat leider wieder nicht geklappt. Mal gucken, ob ich das noch mal hinkriege. Ich muss Kräfte sparen. Bis jetzt sind noch alle Spieler auf der Flucht. Die Fahndung läuft auch erst seit 7 Stunden. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Und es war für einige Spieler verdammt knapp. Die Taskforce erhöht den Druck. Und es gilt ihnen noch 65 Stunden zu entrinnen. In der letzten Folge ist Ferhat den Jägern knapp entwischt. Der Schock sitzt noch tief und hat den durchtrainierten Boxer viele Ressourcen gekostet. Die Taskforce hat sich zwischenzeitlich ausgeschlafen und sich neu gesammelt. Ja, üble Scheiße. Das ist schon wild, Alter. Die sind richtig ausgeschlafen. Richtig üble Scheiße. Unser Ziel ist, dass wir heute den ersten fangen. Echo Lima, Einsatzleiter, in welche Richtung wir mit der U-Bahn fahren müssten? Nach der Auswertung des Bewegungsprofils der einzelnen Spieler haben sie sich entschlossen, die Jagd auf Carsten zu beginnen. Sie sind gierig darauf, einen von ihnen zu fangen. Vielleicht starten sie einen Speedhunt. Kann Carsten entkommen? Da ist er! Ich schreibe den Weg ab. Er läuft wieder in die Richtung, in die wir gekommen sind. Wie geht es den anderen Spielern, die nicht wissen, dass die Taskforce sich auf Carsten stört? Wow! Ich glaube, dass wir den heute gleich schnell erwischen werden. Ich merke, ich werde ein bisschen Matsche in der Birne. Ich würde so ganz knapp. Also hier würde ich mich auch verstecken. Sehr friedvoll hier. Mit tausenden Wegen. Wir bewegen uns jetzt alle mal und versuchen, die Treibjagd zu machen. Oh, hey. Dunkle Wolken ziehen auf. Oh. Hey Leute, bevor es losgeht, eine ganz große Bitte. In Manhunt steckt extrem viel Zeit und Herzblut in dem Projekt. Deswegen würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr das Video liked und unseren Kanal subscribt. Macht das unbedingt. 7 Uhr. Da waren wir ja alle schon 24 Stunden wach quasi. Yo, ich bin halt so nah an denen dran, gell. So. Ach, hier so auf die Bank oder so. Perfekt. Okay, ich glaube, ich habe einen guten Platz gefunden zum Schlafen, zum Regenerieren. Ja, schon gut ausgepowert. Ja, hier werde ich jetzt erstmal eine Weile verweilen. Oh, Leute. Muss auf jeden Fall mich ausruhen, einmal schlafen legen. Das habe ich echt unterschätzt. Ich habe das echt einfacher gedacht, dass es einfacher wird. Aber ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ne? Das ist echt nicht zu unterschätzen. Ist das so bitter, wenn die so einen Zufall-Catch machen würden oder so? Ich liebe das mit dem Schlafsound. Ach, Probleme haben sie jetzt auch noch hinzugefügt. Erschöpft. Leute, es tut gerade nur so gut, ne, wenn die so noch. Hallo. Hallo. Das gehört alles mir hier. Das gehört mir. Wir machen ein bisschen sauber hier. Ach so, okay. Kein Problem. Könnt ihr machen, kein Problem. Dinge, die man echt nicht braucht. So im Moment. Ich überlege, ob ich wirklich hier noch bleiben soll. Ich fand dieses Gebiet hier eigentlich richtig schön. Zumal
die Hunter eigentlich hier gar nicht mit dem Auto reinkommen, sondern nur zu Fuß. Oder ich täusche die jetzt halt in die Irre und gehe hier oben schön so lang. Und sobald der Pin gestartet ist, laufe ich wieder ganz schnell zurück. Ja, aber letzter Pin war hier oben, dann hier. Dann denken sie vielleicht, ich will nach oben. Alter, die haben das alle gemacht, dass die sich die Pins aufgeschrieben haben. Voll intelligent, ey. Aber es wird Zeit, dass ich was esse, in Anführungsstrichen, sonst gehe ich hier noch unter. Ich bin mal gespannt, ob ich mir das hier zusammenmixen kann. Ich habe ja zum Glück hier noch meinen McDoof. Ich habe ja gesagt, der wird mich bis zum Ende, glaube ich, begleiten. 4 Euro. Aber schon, boah, Dankeschön. Wäre ciao. Da irgendwie zu Hofer oder sowas gegangen, also Aldi, keine Ahnung, Rewe, oh, nee, Lidl, wäre es ja, günstiger gewesen. Deal, das war kein guter Deal. Heftig verhandelt. Anstatt 1,10 Euro habe ich 1 Euro bezahlt. Pam! Pam! Viel zu teuer. Ja, es ist eigentlich nicht mein Modus, aber der hätte für 15, 20 Cent vielleicht irgendwie bei so einem Supermarkt was bekommen. Egal, ich hab's jetzt gemacht. Boah, schmeckt aber echt richtig gut. Holy shit, ist das heiß. Ich glaube, ich muss meinen Pullover in den Rucksack tun. Ich schwitze mich tot. Und machen wir mal. So, wir sind jetzt hier auf dem Hinterhof von der TU Wien. Und das stört mich eigentlich hier so ein bisschen. Das ist super auffällig, dass hier so ein Tarnumhang, was aussieht wie ein Schlafsack, die ganze Zeit an meinem Rücken baumelt. Und da heute 31, 32 Grad werden, ist der Pullover halt auch total überflüssig. Aber für die Nacht, ich wusste ja nicht, wo ich schlafe, hätte er genauso gut den Park erwischen können und nicht das Hotel. Dann wäre das natürlich schon wieder ein ganz anderes Ding geworden. Aber ja, super dankbar, dass das so gut mit dem Hotel geklappt hat. So machen wir das heute Nacht auch wieder. Aber erstmal ein paar Sachen erledigen. Vielleicht eine Zahnbürste kaufen. Vielleicht, naja, ich habe nur 2 Euro. Also ein bisschen Geld machen, ein bisschen betteln. Wieder irgendwie so einen Safe Space suchen, wo man auch öfter reingehen kann oder so. Ja, kurz mal waschen. Ja, und dann, keine Ahnung, versuchen nicht zu viel rumzulaufen. Das ist eigentlich mein Plan, wie ich die 3 Tage easy durchkriege. Weil meine Füße tun immer super schnell weh. Ich bin voll die Pussy, was Laufen angeht. Ach so, und ich hätte natürlich gern noch ein Fahrrad oder sowas. Kann man ja einfach Fahrrad schon auch wild irgendwie. Aber wenn der Fahrrad nicht angeschlossen ist. Ist der denn geklaut? Nee. Also, Wunsch-Szenario wäre, ich treffe irgendeinen Zuschauer, frag den, ob der ein Fahrrad hat und frag den, ob er mir das leihen kann für 2 Tage. Ich weiß gar nicht, ob das Regelwerk das erlaubt ist zu leihen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man durfte das nicht. Aber ich weiß es nicht. Man durfte nicht keine Schulden machen. Laien weiß ich nicht. Egal. Anmerkung der Spielleitung, vollkommen richtig. Laut Regelwerk wäre das verboten. Ja, okay, wissen wir Bescheid. Ich stehe noch kurz und dann laufen wir weiter. Die TU müsste doch eigentlich Toiletten haben. Und eine Cafeteria. Ach komm, wir fahren ein paar Stunden. Wir klemmen uns so viel wie möglich Treppen gelaufen. Fahrstuhl außer Betrieb. Oh Mann, ey. Besser geht's ja gar nicht. Könnt mich auch hier hinlegen. Erst mal halbe Spiegel versiffen. Jetzt versuchen wir noch ihn abzuseilen. Aber wissen nicht, ob das geht.
Der Sound. Überragend. Überragend. So, was treibt der Kollege? Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Frühstücks-TV live aus Wien. Bruder, was tue ich da? Die Uhrzeit, 6.35 Uhr. Wir berichten von der Nacht von Micha von der Rampe. Ja, die Nacht, habt ihr ja schon mitbekommen, wie sie war. Sie war eigentlich ganz okay, muss ich schon sagen. Es ist schon krass, ich war eigentlich so die ganze Zeit so ein bisschen müde, aber nicht so komplett müde. Allerdings konnte ich nicht so richtig komplett schlafen, weil bei jedem Geräusch bin ich aufgezogen und dachte, boah, komm, deine Jäger sind die da und so weiter. Ja, schauen wir mal, was der Tag heute bringen wird. What? Also mein Job für heute ist auf jeden Fall Wasser. Und dann ist mein nächster Job wirklich ein bisschen Geld anzuschaffen. Ich glaube, ich werde hier echt die Leute mal ein bisschen fragen. Also ich glaube, ich werde irgendwie eine Story erzählen. Ich nuschel so, ey, das ist ja unfassbar. Dass ich gerade eine Bachelorarbeit schreibe oder ein YouTube-Projekt mache und einfach eine Umfrage mache, welches die freundliche und solidarische sozialste Stadt Europas ist. Und dann können die mir Geld geben oder was zum Trinken kaufen oder zum Essen. Das wäre ja vielleicht eine Lösung. Und eine Zahnbürste. Ich bin mal gespannt, wie lange eigentlich so eine Fahrkarte gilt. Ob die halt einfach nur einmal. Hinweis: Die Fahrscheine gilt ab der Entwertung für eine Fahrt in eine Fahrtrichtung. Dabei können Sie beliebig oft umsteigen, Sie dürfen die Fahrt aber nicht unterbrechen. Oder auch wieder runter. Weil eigentlich, wenn ich die Bahn nicht verlasse, dürfte kein Problem sein. Wie lange geht eine Fahrt, bis ich aussteige, oder? Ich habe mir eben echt schon gedacht, da ist einer von den Jägern drin, weil der hatte so Tarnkleidung an und sah irgendwie so aus, wie wenn es einer von denen hätte sein können. Aber ich glaube, alles gut. Ja. Garantiert, sonst würde ich dann immer so rumspazieren. Ich muss echt sagen, Hunger habe ich da noch gar keinen, deswegen werde ich mir auf jeden Fall noch nichts zu essen kaufen. Eigentlich war mein Plan jetzt echt Cash zu kriegen, aber ich weiß nicht, ob ich da halt eher in die Stadt rein sollte. Entschuldigung, ganz kurze Störung. Und zwar, wir machen gerade so ein kleines Videoprojekt. Wir suchen die sozialste Stadt oder solidarische Stadt in Europa. Und wir sind jetzt hier 72 Stunden in Wien und haben quasi kein Geld und gar nichts. Jetzt wollte ich fragen, ob du vielleicht 1-2 Euro für mich hast oder sowas. Das wäre richtig, richtig cool von dir. Und dann kein Schlafplatz, gar nichts. Ich habe leider Gottes jetzt mein Geldtaschen nicht da. Okay, egal. Dann trotzdem. Sorry, aber alles passt, passt. Nächstes Mal muss ich EC-Terminal mitnehmen. Geldtasche nicht da? Gehen gleich fragen müssen, dann kauft man halt eine Brezel, weil Apple Pay geht ja. Egal, halb so wild. Herr Jungs, darf ich euch ganz kurz stören? Und zwar, wir machen gerade ein kleines Videoprojekt. Wir suchen die solidarischste Stadt Europa und jeder von uns ist in jetzt in einer Stadt, muss 72 Stunden ohne Cash und alles auskommen. Habt ihr vielleicht irgendwie 1-2 Euro für mich oder sowas? Ich habe leider nur eine Karte. Nur eine Karte? Ich habe auch eine. Echt? Wollten wir mir dann beim Bäcker vorne eine Brezel holen oder sowas? Naja, also wir haben jetzt 10 Minuten Arbeit, ne? Bitte. Ja, okay, ihr wollt. Aber trotzdem, macht's gut. Ciao. Alter, voll die Schlawiner. Warum um 6.20 Uhr? Ja, weil ich seit, es ging gestern los und wir haben nichts zum Schlafen. Wir müssen jetzt durch die Gegend irren. Ey, komm, ne Brezel. Für mich, oh Jungs. Scheiße, gell? Ganz hart hier, Alter. Ganz hart. Da denkst du, du bist in Berlin. Solche Assis. Was ist das für ein Mongo, Alter? Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, Jungs. Was auf jeden Fall schon mal richtig gut ist, ist, dass noch keiner gecatcht wurde. Also sehr schlechte finanzielle Trefferquote hier. Weil, solange keiner gecatcht wurde, ist das Risiko viel, viel geringer, dass jeder Einzelne gecatcht wurde. Warte. Könnt ihr auch das Meme reinmachen. Lecker.
Während Friseur, ich habe mir auch schon mit dem Gedanken gespielt, irgendwie Haare abzurasieren, aber ich glaube, das ist alles völlig zwecklos. Weil, ich werde so rumrennen, zwei GoPros, und der letzte Dulli, der wird eh sofort erkannt. Jetzt schauen wir mal nach dem Hotel hier. Oh, jetzt kommt, glaube ich, ein guter Move von mir. Boah, das sieht ja nobel aus. Leute, ich bin da reingekommen, da war, ich dachte, es geht nach rechts. Jetzt bin ich, war da ein Spiegel, ich bin einfach fast gegen mich selber geknallt, also gegen den Spiegel. Das hat mich gerade geschockt. Hallo, und zwar, kurze Frage, ich bin bei so einer Challenge hier, ich bin 72 Stunden allein in Wien. Habt ihr vielleicht irgendwie eine Zahnbürste oder sowas, so ein Zahnputzset oder so? Das wäre so cool, weil wir haben kein Geld, wir haben gar nichts. Das wäre richtig... Mitgeben, ja. Oh, danke schön. Oh, von Herzen danke. Kann ich kurz auf Toilette schön durchputzen? Ja, das ist Stiegen runter, dem Licht an der Wand folgen. Wie so. Dankeschön, von Herzen dankeschön. Guter Move. Schon 2 Euro gespart. Und sogar die teure Colgate-Zahnpasta. Geile Scheiße, Alter. Nice. Ich nutze die Wartezeit, um mich jetzt ein bisschen zu stretchen. War ja auch ein Tipp bei unserem Workshop. Und fühlt sich auf jeden Fall gut an. Nach der Nacht. Aber alles einmal durchstretchen ein bisschen. Alter, ist der beweglich. So, eigentlich bin ich hierher gefahren, weil ich gesehen hatte, dass hier ein Lidl sein soll. Aber jetzt komme ich hier aus dem Bahnhof raus und habe direkt einen Hofer, also das österreichische Aldi. Den Laden erkenne ich nicht, aber der sieht mir aus wie so eine Art DM. Und ein Billa, das ist auch ein Supermarkt. Also da werde ich auf jeden Fall was finden, denke ich. Alter, da, guckt euch an, 99 Cent Zahnpasta, 89 Cent eine Zahnbürste. Yes! Aber ich hatte ja auch kein Geld. Im Vergleich zu den anderen. Dankeschön. Also, ich habe mir jetzt hier bei Lidl für 2,17 Euro 2 Zahnbürsten. Ich brauche eigentlich nur eine, aber es gab es nur im Doppelpack. Eine Riesentube Zahnpasta, brauche ich wahrscheinlich auch nicht alles. Und 500 Gramm Haferflocken geholt. Ich habe ja noch den Becher. Und es gab auch kostenlos eine Gabel noch, die habe ich mir auch mitgenommen. Und dann kann ich einfach Wasser mit Haferflocken in meinem Becher da ein bisschen anquellen lassen. Dann habe ich die perfekte Nahrungsquelle. Das ist gut. Ja, 500 Gramm, damit müsste ich eigentlich fast bis zum Ende klarkommen. Und ansonsten hole ich mir noch mal eine für 60 Cent. Also das ist auf jeden Fall ein guter Deal gewesen. Ich habe ja noch ein bisschen Zucker, kann ich sogar noch ein bisschen Zucker reinmachen. Dann schmeckt es. Naja, auch nicht besonders toll, aber satt wird man bestimmt. Hinweis, obwohl die Spieler sehr stark übermüdet sind, gelingt es ihnen nur schwer einzuschlafen aufgrund psychischer Belastungen und der ständigen Bedrohung der Taskforce, ja. Ich hatte gerade noch mal versucht, mich ein bisschen auszuruhen, zu schlafen. Schlafen hat nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen die Augen zugemacht. Aber eigentlich bin ich jetzt ein bisschen matschiger als vorher. Aber ja, man muss ja die Kräfte schonen. Also immer, wenn ich Zeit habe, nichts zu tun habe, lege ich mich einfach hin. Jetzt gehe ich noch mal hier zu Aldi rein.
hole mir ein paar Bananen. Ich glaube, die waren da am billigsten. Ich weiß nicht mehr genau. Habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, die waren bei Aldi und Dings Billa gleich. Ich gehe jetzt einfach schnell bei Aldi mir noch eine Banane kaufen. Und ja, dann Creme de la Creme Porridge mit Haferflocken, Banane. An den Strand, ein bisschen Wellness machen. Ja, das sieht doch mal. Das sieht doch mal entspannt aus. Ich könnte in vier Richtungen abhauen, ich könnte durch den Dschungel abhauen. Ich glaube, das ist mein Platz für die nächsten zwei Stunden hier. Ich habe Schatten, ich habe Wasser. Ich habe alles. Oh, eine Hasenfamilie. Boah, die sind aber groß. Okay. Oder läuft einer rum? Mit einem Rucksack. Sag nicht, das ist ein Jäger. Kommt der nach hier? Das wäre jetzt ja wild. Wieso hat man so Paranoia? Ja, er scheint weitergegangen zu sein. Wieso hat man so Paranoia? Hey Leute, das sind so viele Gedanken, die hier einen durch den Kopf knallen. Man hat kein Handy, also kein richtiges. Chillt dann jetzt zwei Stunden vermutlich hier wieder an dem nächsten Ort. Pennen will ich nicht. Man wird von Mücken überfallen. Boah, das war halt richtig laut im Ohr. Ja, und wandert jetzt hier von Spot zu Spot, ne? Und das Geilste ist wahrscheinlich, jagen die mich noch nicht mal mehr. Was tut der Bruder? Das geht halt auch ganz schlecht ohne Geld und App. Schlafmangelmücken. Ich habe gerade gute 15 Minuten geschlafen. So, also es war jetzt kein richtiges Schlafen, aber ich hatte die Augen zu, war so kurz vor der Tiefschlafphase. Und dann ist hier eine Oma lang getrudelt. Und dann bin ich schwach geworden. Und jetzt juckt das Bein wie Sau. Von den ganzen Moskitostichen. Jetzt weiß ich nicht, ob mich das Schlafen noch müder gemacht hat. Oder ob das was gebracht hat. Jetzt wird's aufregend. Ich krieg Besuch. Ich hab keine Ahnung, was der jetzt macht im Busch. Okay, der geht einfach nur mal pinkeln. Der Motor ist an von dem Ding. Was wäre das für ein Move? Drauf sitzen, losfahren. Wäre eigentlich ein entspanntes Auto, oder? Ich müsste nur drauf springen und auf Gas drücken. Und die wilde Tour geht weiter. Ich habe jetzt ungelogen in den 110 Minuten, die ich hier auf der Bank war, bestimmt 5 oder 6 Mal Pipi gemacht. Die wollte gar nicht wissen, wie oft ich schon war. Dass ich viel trinke, da muss auch viel raus. Das Urin ist komplett durchsichtig, ist auch gut. Von daher alles im grünen Bereich. Alter,
Jäger haben immer noch gechillt bis 8 Uhr. Das heißt, mein Standort wird jetzt ermittelt, genau von dieser Bushaltestelle hier. Hier ist McFit. Nice, wir haben's. Nice, let's go. Der hat die Ruhe weg, der Kollege. Weißt du, was heftig wäre, wenn ich jetzt Beine trainieren würde? Ich trainiere so schon die Beine. Aber jetzt nochmal nach dem ganzen Laufen, das wäre krass. Hi. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich habe meine McFit-Karte vergessen, aber ich habe meinen Personalausweis mit. Ja? Willst du meinen Personalausweis sehen? Okay. Alter, wie wild, ey. Ist das geil. Super, danke dir. Das war ja mal easy. Ist das wild. Was sind die Duschen? Und da kommen die niemals rein, ey. Dann sagen wir trainieren erstmal. Erstmal trainieren und dann duschen. Wenn jetzt gleich ein Speedrun ist, wenn ich unter der Dusche bin, ey. Na, erstmal trainieren wir. Das wäre halt erst richtig heftig. Training. Dann gut nach dem Sex. Wir haben kein Handtuch. Wir müssen den nochmal fragen. Verzeihung, hättest du noch ein Handtuch für mich? Ja. Ja? Danke dir. Nee, ob du mir ein Handtuch geben könntest? Nein. Ja? Okay, ja. Achso, du machst erstmal sauber. Ja. Wie bitte? Ja, iPhone. Nee, ein Handtuch zum. Für die Geräte, okay, zum Rauflegen. Okay. Ja? Ich warte da. Hast du mich verstanden? Ja. Ein Handtuch zum Abtrocknen oder auf die Geräte packen? Das weiß ich nicht so. Viereckig. Ja. Und wenn du duschst, dann machst du dich damit. Ja, aber ein Handtuch. Englisch? Englisch better? Ja. Ja? Ein bisschen besser. Arabisch. Okay, nach dem Duschen, ja. Abtrocknen. Okay, okay. Aber ich habe kein Handtuch. Ah. Hier, sowas. Super, ja. Ah. Okay. Hast du sowas? Ja, ah, ja. Ah, okay. Wie heißt denn? Handtuch. Das? Handtuch. Handtuch. Ah, Handtuch, ja. Genau. Was gezeigt? Ah, alles gut, danke dir. Geil, Alter. Dann kann ich mich auch gleich abtrocknen mit dem Handtuch. Ich wusste nicht, wie ich Handtuch beschreiben soll. Ich wusste es einfach nicht. Ich meinte denn das hier. Ja, geil. Ey, das ist ja so ein Win gerade. Ich kann hier ein bisschen pumpen gehen. Das steigert bestimmt auch noch mal ein bisschen so die Lebensqualität, würde ich mal sagen. Weil ich mich ganz gut danach fühle. Und danach duschen gehen, ey. Ah. Perfekt. Okay. Ja, vielen Dank. Ich gebe es dir danach wieder. Danke dir. Geil, ey. Na, ob wir das wieder zurückgeben, das weiß ich noch nicht so ganz. Vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Nicht dem sein Ernst? Geht er noch pumpen? Nee. Oh. Wild, ey. Geht er einfach pumpen? Ich merke, ich hatte ein bisschen Matsche in der Birne. Ach, scheiße. Warte. Also ich glaube, das hing mit dem Schlaf zusammen. Ich fühle mich so, also gerade fühle ich mich so, als hätte ich durchgemacht. Dabei ging es mir erst noch so gut und ich dachte so, ja Mann, du hast bestimmt den besten Schlaf von allen gehabt und so. Aber ja, den anderen wird es genauso gehen. Also kein Rumheulen, das ist erst die erste Nacht. Zwei Nächte kommen noch. Nur noch zwei Nächte. Das klingt eigentlich auch schon wieder gut. So, was ich danach mache, ich tue so, als wenn ich Bauch mache. Dann lege ich mich da in die Bauchecke. Ich lege mich einfach nur hin. Vielleicht penne ich auch weg. Aber ich stelle mir einen Wecker. Bauchecke, Beste. Jawohl. Schön. Ja, wirklich Angst, dass ich wegkratze, wenn ich jetzt hier oben zu mache. Wisst ihr, was auch nicht zu vergessen ist? Die Jäger, das sind zwar 5 Leute, aber einer sitzt in der Einsatzzentrale und alle 8 Stunden muss einer Pause machen, weil die sonst kein Auto fahren mehr dürfen. Und die haben immer nur 5 GoPro-Akkus dabei. Wenn die leer sind, dann müssen die wieder zurück.
Und das ist halt schon crazy, weil 5 Stück, also 2 pro Kameras, dann haben die maximal 3 Stunden. Ja, okay, wobei, wenn die einmal jagen, ja, ich glaube, da jagen die bloß eine halbe, dreiviertel Stunde. Entweder haben sie einen oder sie hören wieder auf. Ja, okay, war doch nicht so intelligent. Egal. Meine Schwester hat mir erzählt, dass hier irgendwo der Naschmarkt ist. Boah, da hinten ist der. Weil da gibt's was zu essen. Da könnte ich auch mal irgendwann hin. Das sollte ich mal ausprobieren. Jo, servus. Sorry, die Störung. Sorry, my German is really bad. Sorry, I don't speak in German. Okay, yeah. Okay, then I English? Yeah, yeah. Sure. I stayed 72 hours here and I have no bedroom, I have no hotel and no money and a paar other people. And I would ask you, do you have 1 or 2 euro for me that I can buy me something to eat? Yeah. Oh, that was very nice. Das war der Erste, der mir Geld Where gegeben hat, ey. I'm Serbian actually, yeah. Oh, nice. Here you go. Whoa, 5 euro. Oh, thank you. Change, I wish you. I wish you all the good. Thank you very much. Thank you. Thank you. Come on, it's good to you. Oh, nice, Alter. Leute, ich habe gerade 5 Euro gekriegt. Finde ich schön. Oh, ich kann die Szene der wir sehen. Es geht nass. Das ist so krass. Alter, was geht? Es geht mir gerade ab. Das sind 5 Euro. Ja. Ja, krass, ey. Ich muss jetzt gerade kurz. Das sind 5 Euro. Aber wenn du gerade. Oh. Gerne. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so rummache, aber stellt euch vor, ihr habt so Real Talk jetzt einfach mal, ihr habt irgendwie halt nur so wenig Geld, irgendwie keine Ahnung, und ihr braucht was zu essen und sonst wie, und ihr fragt jemand und ihr habt 3 Euro und der gibt euch 5 einfach so. Ja, das finde ich schön. Leute, helft anderen Menschen draußen, wenn sie in Not sind. Das ist wichtig. Okay, jetzt muss ich ganz klar rausmachen, dann geht's wieder weiter. Sorry für den Aussetzer. Alter, ich sag's euch, aber das war schon krass. Ich hab davor, das haben die jetzt in mir reingeschnitten, bestimmt 20 Leute gefragt, die haben mir alle kein Geld gegeben. Und der Bruder, oder vielleicht mal 20 Cent, und der gibt mir dann einfach 5 Euro. 5 Euro jemand komplett Fremdem. So, also mein Plan ist jetzt trotzdem noch ein bisschen Geld zu sammeln. Man kann nicht genug haben, nee. Ich will einfach das scheiß 72-Stunden-Ticket. Das ist mein Ziel. Kostet 17 Euro. Da frage ich jetzt noch 2, 3 Leute. Aber es ist krass, wir haben schon mehr Leute Geld gegeben, die nicht von Wien sind, als Wiener selbst. Aber egal. 5 Euro, ey. Crazy, crazy. Entschuldigung. Ich hätte eine kurze Frage. Und zwar, wir machen gerade so ein Social Experiment, und zwar, wir suchen nach der Stadt mit den sozialsten Bruder, Menschen. Komm auf den Punkt. Ja, in Europa. Und jetzt sind ein paar. Ja, das habe ich heute schon gemerkt. Ja. Bist du Wienerin? Halb Burgenländerin. Das heißt, ich habe eine heftige Chance. Auf jeden Fall, ich bin 72 Stunden hier, habe kein Hotel, dies, das. Ich sag's dir, ich habe so viele Leute angelabert, ey. Ich frage, ob du irgendwie ein paar Euro für mich hast oder sowas. Was machst du da? Also, warum hast du kein Geld? Weil wir ja kein Geld dabei haben, weil wir quasi so Experiment und wir haben auch kein Hotel. Ich habe heute Nacht überall und da geschlafen und ich will mir ein Zugticket kaufen. Da gibt es nämlich so das 72-Stunden-Ding, das würde ich mir gerne kaufen. Was brauchst du hier noch? Keine Ahnung. Was willst du mir geben? Irgendwie, ich fühle mich voll scheiße. Keine Ahnung, 10, 15 Euro wären richtig nice. Okay. Also 5, sowas du halt, keine Ahnung, was du mir geben magst oder auch nicht. Das war voll. Ich hab einen 5er und einen 20. Immer 20. 20? Boah, ich weiß nicht, ich hab's nur boah, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Na, passt schon. Wirklich? Ja, doppelte Gehalt ist gerade vorne. Passt schon.
Boah. Dem hat vorher jemand aber Schiss in Serbien. Bin safe. Das hat mich schon ein bisschen gestresst. Boah, das ist voll lieb von dir. Ja, die Dinger sind jetzt gefahren, okay? Boah, von Herzen vielen Dank. Okay. Karma regelt, ich sag's dir. Karma regelt. Ja. Na dann. Mach's gut, Dankeschön. Tschüss. Ihr denkt jetzt, es war so voll easy, da kurz 25 Euro zu checken. Ich habe so, so viele Leute gefragt davor. So viele. Ich darf nicht den Glauben an die Menschheit verlieren. Aber wenn es 5-mal schief geht oder 10-mal, irgendjemand macht immer ein Instagram-Foto. Das ist eine Blindschleiche oder irgendeine andere Wasserschlange. Wow. Na, das ist ja einladend. Hier ist die Stelle, die ich mir rausgesucht habe, wo ich reingehen will gleich. Und als ich hingegangen bin, kam erst eine Wasserschlange lang geschwommen. Und da ist eine Schwanenfamilie. Vielleicht sollte ich eine Stelle weitergehen. Jetzt probiere ich mal die leckere Elektrolyte-Flüssigkeit, die ich mir angemischt habe. Halt randvoll. Schmeckt gar nicht so schlimm. Man könnte fast meinen, da ist echte Cola drin. So, ich gehe jetzt ins Wasser. Aber ich schätze, ich werde nicht richtig schwimmen, sondern nur ein bisschen die Beine reinmachen. Ah, hier ist auch ziemlich steinig. Ich glaube nämlich nicht, dass bei dem Wetter die Hose dann wieder trocknet. So was habe ich mich nie getraut, weil wenn gerade dann Speedhand kommt, man hat keine Schuhe an und so weiter. Hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen. Dann wissen wir schon die witzigsten Szenen, wo die Leute pennen. 13:02. Ah! Speedhand. Und wir haben uns jetzt einen Kandidaten rausgepickt. Das ist der Kandidat Nummer 5. Jetzt wird's spannend. Der ist im Raum Donauinsel unterwegs. Und dann ist über die andere Seite gegangen. Okay. Und da werden wir uns jetzt hinbewegen. Abwarten die Koordinaten um 14 Uhr davor, mal kurz aufklären. Vor allem eventuell Donauzentrum, weil es ist heiß. Im Donauzentrum ist die Möglichkeit da, dass er WC- und Toilettenanlagen hat, was natürlich wichtig ist. Vor allem die, wenn sie sicher auch nicht viel geschlafen haben, haben viel mehr Stress wie wir. Wir haben uns ein bisschen zu verausgabt in der Nacht 1. Am Exit müssen wir heute ein bisschen mehr Ruhe geben auch, weil sonst sind wir genauso ausbrannt wie die Spieler. Wir sind jetzt am Standort. Die sind direkt neben dem. Oh mein Gott. 5. Beziehungsweise wo er vorhin war, das Parkgelände. Ich schaue jetzt ganz kurz ins Donauzentrum. Das ist, glaube ich, auch eine sehr gut gelegene Möglichkeit für ihn, ein bisschen seine Vorräte aufzustocken. Ich muss kurz austreten noch, bevor in 19 Minuten unser nächster Standort droppt. Also in 19 Minuten bekommen wir die nächsten Standorte eben von Spieler 5. Wir sind jetzt in seinem Sektor im Donauzentrum, wo er sich vorhin aufgehalten hat. Und vielleicht ist auch da irgendwo drinnen schöne, saubere Toiletten. Das wäre schon ein gutes Indiz, sich ein bisschen zu erfrischen. Draußen ist es doch ziemlich warm. Wir haben jetzt wieder 30 Grad. Wenn der junge Mann da auf der Flucht ist, mit so einer kühle Einkaufshalle, glaube ich, auch ein netter Tapetenwechsel sein. Ich sehe übrigens jemanden mit einem Militärrucksack. Oh mein Gott, Leute. Richtung Norden gehen. Aber auch draußen, außerhalb vom Donauzentrum. Ich beobachte ihn gerade durch die Fenster. Schwarzes Oberteil, dunkelgrüner Militärrucksack, mal geschlafen. Okay. Ist weggelaufen? Nein, er hat uns noch nicht gesehen. Okay, wenn die den jetzt schon gesehen haben, oh. Möchtest du die Beschreibung fahren?
Okay. Ich bin gleich, glaube ich, bei dir nach dem Meer. Verdächtige Person nicht im Blick. Ich sehe jetzt kein Brustgeschirr, aber der Rucksack sieht sehr, sehr einschlägig aus. Das ist da, wo wir links abgebogen sind, jetzt hinter das Donauzentrum. Auf der Kreuzung geht er gerade. War der letzte Sichtkontakt. Der Andi geht jetzt wieder da zurück runter. Gleichzeitig war der Stefan, der hier über die Brücke gegangen ist. Ist jetzt da auch runter. Und der Gregor auch. Das heißt, die schauen jetzt einfach da bei den Eingängen. Wo kann der sein? Ist es nicht? Ich mag jetzt nicht alle zu rebellisch machen, wenn ich einen Militärauftrag. Junge. Wir müssen auch denken, was geht mit dieser Tür hier ab? Die ist schon wieder auf. Oh mein Gott. Da sind die Jäger. Da sind die Jäger. Ich hab das Auto gesehen. Planänderung. Fuck. Und ich kriege jetzt meinen Pin. Wo ist hier ein Ausgang? Habe ich denn das in der letzten Reaction noch gesagt? Genau das habe ich noch gesagt. Ich habe einfach das Auto gesehen. Nein. Nein. Wie komme ich hier raus? Bin in 6 Minuten. Fuck. Ja, klar. So gespannt, was der jetzt macht. Ich muss in einen Scheißbus. Es ist hier mega spannend. Das Gute ist, Carsten hat den momentan den Platz verlassen und sich wirklich entfernt. Die glauben, er chillt. Ich würde so gerne wissen, was seine in der Donut. Glaubst du, Donut? Ich glaube, er hat sie gesehen. Ich glaube, fix, er hat sie gesehen. Aber warum entfernt er sich denn nicht schnell? Weil er weiß, der weiß, erst um 14 Uhr ist der Ping. Jetzt laufen macht keinen Sinn. Die kriegen den Ping. Aber wir werden sehen. So. Leute, es geht los. Die Koordinaten sind hier. Ich starte sofort mit. Okay, wir warten. Wir sind auf Feuer. I know. Spieler 5. Der ist genau noch immer dort, Leute. Genau der gleiche Standpunkt. Beim Donauzentrum? Der ist genau bei dem Park. Schulgarten Kagran. Junge! Gregor biegt rechts in den Park ab. Gregor biegt rechts ab. Ich gehe weiter. Geradeaus. Alter, wenn der jetzt einfach nur schnell geradeaus rechts geht. Da ist jetzt diese Berufsschule, die wir vorhin auf der Karte gesehen. Da, wo ihr alle steht. Alle gemeinsam. Ja, genau, ich sehe es gerade. Alle. Nordwestlich hinauf in diesen Park, da muss der oben sein. Ich brauche einen Scheißbus. Oh, wenn der Schwarze jetzt, der Jäger, ihn jetzt sieht. Ich muss Kräfte sparen. Ja.
wie der schon schnauft, aber verständlicherweise. Aber er hat es echt geschafft, weit weg zu gehen. Scheiße, scheiße. Schon krass, ihr müsst euch vorstellen, er hat gefühlt zwei Richtungen, in die er laufen kann. 50-50 und er hat die richtige genommen. Falls ihr es schafft, dass einer direkt von euch westlich reinsticht oder zwei und die anderen nordwestlich, das heißt, ein Teil kommt von der Mitte, ein Teil kommt von oben und ihr nehmt ihn in die Zange. Wenn er dort ist, haben wir ihn. Ich bin jetzt am Donizetti-Weg und biege rechts ein in den Park. Er ist auf jeden Fall klar ein Vorteil im Gegensatz zu uns. Der wird irgendwo drinnen sein und wenn er irgendwo ist, kann er sehen. Aber das ist immer noch Schulgarten, kein Grand, das ist auch. Bleiben wir mal kurz dran. Grüß Gott. Entschuldigung, haben Sie jemanden gesehen, der auch sowas trägt? Da im ja, Park? Beim Eingang. Bitte. Beim Eingang? Wo ist denn der? Welchen Eingang? Da, der danke. Haupteingang von der Straße. Danke. So, oh. Der dürfte beim Haupteingang sein. Er dürfte möglicherweise beim Gartenbaumuseum Haupteingang sein. Krass, 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 Carsten, richtig gut. Scheiße, scheiße. Oh, ich fühl's so. Fuck, hier ist ein Zaun. Sorry, Leute. Muss es sein. Oh, ist das spannend. Der ist so außer Atem. Vielleicht rechnen die nicht mit meinem asozialen Manöver. Ich muss trinken. Und aufs Handy gucken, falls ein Silent Hunt oder ein Speed Hunt gestartet wird. Ich sag's euch, ich hab Puls 180 Grad. Also wäre ich die Jäger, würde ich einen starten. Jetzt muss ich erstmal trinken und mich vor der Sonne schützen. Ich bin völlig K.O. Aber hat er richtig gut gemacht. Richtig überragend. Die Jäger garantiert nicht. Grüße, Entschuldigung, da sollen irgendwo Liegestühle sein. Da unten? Weiter unten. Weiter unten. Okay. Es wäre geil zu sehen, wie viel Uhr jetzt gerade ist. Jackie, lauf runter. Ich sehe Liegestühle, ich sehe Liegestühle. Ich gehe mal hinten rum, ob man was sieht. Also ich sehe da, da Liegestühle, aber ich bin jetzt auf einer großen Wiese, wo Liegestühle sind, aber ich sehe das Zielobjekt nicht. Das Zielobjekt. Oh, guckt euch das an. Wahnsinn, richtig gut, was er gemacht hat. Das einzige Problem, was er hat, dass er jetzt halt da direkt an der Donau ist und er halt nur quasi nicht vier Richtungen hat zum Abhauen, aber das Gute ist, das Auto ist auch noch weit weg von denen gerade. Also nicht weit weg, aber. Kein Speed Hunt. Oh, Carsten, du Armer. Alles nur kein Speed Hunt. Und ich hoffe, dass der Besitzer von dem Haus jetzt hier nicht rauskommt. Dann bin ich auch gearscht. Ich schwitze am ganzen Körper. Der tropft so. Zucker. Zucker.
Jäger, haut ab aus der gelben Zone. Das ist meine Zone, alles klar? Oh mein Gott. Ja, ich auch. Zur Erinnerung. Der Speedhunt ermöglicht es der Taskforce, 5 Koordinaten zusätzlich und zeitlich frei von der Spielleitung anzufordern. Wird der Speedhunt 15 Minuten vor oder nach einem Silent Hunt gestartet, zählt die Koordinate des Silent Hunts dazu. Bei der Jagd auf Carsten ist es gerade 14.12 Uhr. Somit hat die Taskforce bei diesem Speedhunt noch 4 Koordinaten verfügbar. Über einen Speedhunt werden alle Spieler informiert, aber keiner von ihnen weiß, wen es betrifft. Speedhunt, bitte los. Player Nummer 5. Dann weiß ich dir doch, kommt das Auto. Und es geht los, Koordinaten ab. Carol, viel Spaß. Boah, ist das assi. Okay, Leute, es geht los. Oh mein Gott, Leute. Genau so hat's gedoinkt. Jetzt wollen sie mich tracken. Oder wen auch immer. Scheiße, Alter. Hast du das gesehen? Speedhunt 1. Jetzt geht's los. Wir wissen halt auch nicht, wen sie wollen. Fuck, Speedhunt. Fuck, fuck, fuck. Speedhunt. Fuck. Fahre ich jetzt in die Richtung zurück oder nicht? Ja, safe, Alter. Ich fahre jetzt einfach eine Station zurück. Oh Mann, Alter. Jetzt dachte ich, ich kann chillen. Jipp. Habe ich gerade davon geredet. Da geht's direkt los. Alles klar. Weil die vermutet haben. Speedhunt. Yo, Carsten. Carsten. Jetzt bin ich gespannt, was sich die Jäger denken. Die denken so, boah, fuck, ist das eine Maschine? Weil der jetzt einfach wo ganz anders ist. Also nicht wo ganz anders, aber schon einiges weg von dem anderen. Der muss jetzt halt in die andere Richtung und nicht wieder zurück. Sonst hat er ein Problem. An der Schanze 11. Ich knall's euch rein. Ja, genau wie gedacht, Alter. Der chillt hier und steigt dann in die U-Bahn ein. So, ich komme wieder zurück, ne? Ja. Ja. Gut. Schau, dass ich eine U-Bahn kriege. Andi, kannst du kurz schauen? Spiel so. Echo Lima, Einsatzleiter, in welche Richtung wir mit der U-Bahn fahren müssten? Fuck. Privatgrundstück. Hey Jungs, kannst du kurz hier bleiben? Nur kurz. Bitte, müssen wir vertrauen. Nur kurz. Bis ein Piep auf meinem Handy kommt, okay? Bis hier ein Klingelton kommt, dann bin ich weg. Ich darf leider nichts sagen. Aber du hast mich nicht gesehen. Na ja. So lange wollen wir nicht in der Zeitung stehen, ist nur ruhig. Nein, steh ich nicht. Steh ich nicht. Weißt du, wo die nächste Bahnverbindung ist? Wohin? Egal. Bahn oder U-Bahn? Dort ist ein Fuß, dort vorne ist die Straßenbahn. Wo ist die Straßenbahn? Die Straßenbahn ist vorne auf der Donnerfelder Straße. Wie komme ich da hin von hier? Indem du bei der 48er rechts gerade ausgehst. Du bist beim 25 oder 26. Okay. Ah, hier ist, glaube ich, was? Das ist aber Bus. Und ich von der Bus am Spitz. Korrekt, Mann, wa? Ja. Korrekt, danke. Na ja. Ich bin da seit 30, weil ich sollte das wissen, ne? Die juckt's einfach gar nicht. Hey Leute, hier gibt's keine. Ich finde keine Straßennamen mit den scheiß Google Maps. Jetzt ist die Frage. Die kriegen, glaube ich, den nächsten Speedrun-Pin von dem Standort, wo ich bin. So, wenn Speedhunt 2 auf meinem Handy steht, muss ich gucken, dass ich sofort hier rausrenne wieder. Und wieder irgendwo untertauche, wo die mich nicht finden. Am besten mache ich die 1,7 Kilometer in 2 Steps. Jungs, ihr rennt alle umsonst.
Oh, ja. Ihr Armen. Ey, ich bin gerannt wie ein Irrer, das sage ich euch. Wir haben nicht gewusst, ist es nicht, vermutlich war er das, der halt nicht in die U-Bahn eingestiegen ist beim Donauzentrum, sondern hier mit der Straßenbahn nach vor, hat sich da abgesetzt und ist dann hier runter an der Schanze. Und ich vermute mal, weil bei Speedhorn weiß er, jetzt wird er gejagt, dass er, zumindest jetzt ich so machen, ich würde mich irgendwo da hinten runter absetzen, Richtung Donau, Yachtclub. Unfassbar, woher wissen die das? Aber das ist schon gut. Ich muss jetzt da, das ist mein Job, schauen. So wie sie da abbiegen, da sind jetzt unser Team im Auto, so wie sie da abbiegen, fahren ich nach den neuen Koordinaten. Er hat sich da jetzt erholt und wusste, er kann sofort türmen in zwei verschiedene Verkehrsverbindungen. Bahn oder U-Bahn. Okay, wir biegen auf die Schmelze, Achtung Radfahrer. Na, da ist nichts. Ah, shit, das ist keine Straße hier an der Schanze. Nein. Schaut ihr, dass ihr weiter raufkommt und dann Richtung Westen fahrt, über die Donaufelder Straße. Ja. Ja, wir fahren Richtung Sie fahren da als die Donaufelder Straße. So Leute, soll ich es jetzt probieren? Zweite Koordinaten. Dann sehen wir es, wo es hingeht. Oh. Ist angefragt. Ja. Spielleitung schreibt. Check, Ping 2. Eine Sekunde, Leute, habt ihr es gleich. Aha, Speedhunt 2. Ah, oh, der chillt da einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei mir sind. Und tschüss. Zweiten Teil zu meinen haben, zweiten GPS-Punkt. Kaiser-Ebersdorfer Straße. Ich frage mich, ob sie mich jagen, weil sie sich gesehen haben oder sich dachten, dass ich jetzt in die Innenstadt fahre. Und sie mich dann leichter erwischen. Mal sehen. Jetzt ist es auf jeden Fall spannend. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Adrenalin. Die sind viel entspannter als ich. Sag schon mal danke vielmals. Gerne. Wir sehen uns, Meister. Wenn du so aufhören fällst und den Schweiß abwischen. Ey, ich muss jetzt weg. Hast du ein Tuch? Ich mach das schnell. Wenn es jetzt klingelt, bin ich weg. Ja, passt schon. Ich denke an dich. Hau rein. Ciao, ciao. Oh, Carsten! Du warst so gefährlich, wenn die da einen jetzt entgegenfahren. Ja, ich bleib so stehen. Ey, bester Mann, wirklich. Danke. Von Herzen. So gut. Ich hab nichts gesagt, was ich mache. Ich hab nichts gesagt. Das war der dritte. War es der dritte oder der zweite? Scheiße, das war der zweite. Fuck. Jetzt sind es 1,3. Das heißt, ich gehe hier am Kiosk gleich um die Ecke, dass ich weg vom Strand bin. Weil am Strand kannst du mit dem Auto langfahren, das ist scheiße. Das ist nicht gut für mich. Ich gehe. Soll ich auch gehen, oder? Brauchen wir uns nochmal was? Wie viele Standardabfragen haben wir bis jetzt gemacht? Zwei. In der nächsten Folge von Manhunt. 72 Stunden auf der Flucht. Die Jagd auf Carsten eskaliert. Er ist von Huntern umzingelt. Und sein Versteck fliegt auf. Manhunt. 72 Stunden auf der Flucht. Oh mein Gott, Leute. Ich hätte jetzt gerne die nächsten 10 Minuten hier noch gesehen. Es ist so unfassbar spannend. Ich hoffe, euch geht's genauso. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche zur Folge Nummer 5. Ja, danke fürs Zuschauen.